Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt geht es um das Thema, ach ja, willkommen bei der sozialen fachlichen Betreuung, habe ich ganz vergessen. Jetzt geht es um das Thema Kreativität mit Beeinträchtigung oder auch Behinderung. Menschen mit Beeinträchtigung, wie zum Beispiel Gehörlos, Autismus, Kana, Down-Syndrom, oder manche mögen das Wort Down-Syndrom gar nicht, die kriegen dabei echt die Krätze, ich sage jetzt mal Trisomie 21, damit doch jeder glücklich ist. ADHS und so weiter, haben oft Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Da muss man auf die körperlichen Bewegungen, Mimiken achten, Körpersprache. Zu zeigen, was sie wollen und was sie nicht wollen, fällt ihnen schwer. Muss man eben drauf achten. Kunst und Musik, also Kreativität, sind gute Bereiche, um sich kennenzulernen, sich zu entfalten, um zu zeigen, was man möchte. Leider werden diese Bereiche viel zu wenig genutzt, beziehungsweise es gibt zu wenig Einrichtungen. Für die staatliche Gesellschaft sind Menschen mit Beeinträchtigung immer noch nicht aktuell. Für die sind quasi wirklich nur 100% Kita-Kinder aktuell, quasi sind die aktuell, aber diejenigen, die wirklich die Hilfe noch mehr brauchen, die werden quasi außen vor gelassen. Es ändert sich zum Glück von Jahr zu Jahr, es wird immer mehr gesponsert und mehr geleistet. Träger geben sich auch viel, viel Mühe, dieses zu verbessern. Sie setzen sich beim Start für die Kinder ein, was sehr gut ist, und da wird ihnen auch geholfen. So, Kreativität mit Behinderung hat oft Assistenzbedarf, deswegen sind auch meist Betreuer dabei. Dialog entsteht durch Kunst, Musik, gemeinsame Projekte und Sprachen. Kunst dient als positives Element. Durch Kunst entsteht eine innere Ruhe im geschützten Raum, quasi. Man kann sich auf was konzentrieren in einem Raum, wo keiner stört. Ein Kunstprojekt ist auch gleichzeitig Gesprächsthema. Man kann quasi über was reden. Ohne Wertung und Vorgaben. Man weiß noch nicht, was rauskommt, und mal einen Baum, ist egal wie er aussieht. Hauptsache irgendwie was, Hauptsache ein Baum wird gemalt und man gibt einmal sein Bestes. Kunst ist keine Bedrohung, da man sich dafür entscheidet. Im Kunstbereich mit Beeinträchtigten und aber auch im Musikbereich ist es schwierig, über einen langen Zeitraum von Stunden die Konzentration zu erhalten. Deswegen sollte man noch ein bisschen Konzentrationsspiele immer mit reinbringen. Die sollte man als gelernte oder auch qualifizierte oder auch jahrelang erfahrene Person, die in dem Bereich arbeitet, immer noch nebenbei dabei haben. Damit man auch die Lücken füllen kann. Konzentrationsspiele oder Aufgaben sind immer Lückenfüller bei solchen Sachen. Sollte jeder dabei haben, ist das A und O, weil sonst ist die Konzentration nach einer Dreiviertelstunde vorbei. Dann sitzt man rum, dann wird gequatscht, dann hat keiner mehr Bock auf was. Daher sollte man sich auch was einfallen lassen. Das war es am Thema Kreativität mit Beeinträchtigung. Ja, bis zum nächsten Mal.